Hallo, einen schönen guten Tag. Hier ist Anna-Sophia Ehles mit den Vorhersagen für das Jahr 2019. Ich gebe Ihnen hier oder gebe euch ein bisschen mit, was uns erwarten soll in diesem Jahr und was der Himmel mir durchgegeben hat für uns alle. Okay, das Erste, was ich höre, ist, 2018, 19 sollten wir ein bisschen als so Sonderjahre betrachten, wo das Leben irgendwie nicht so ganz seinen ganz normalen Gang geht, sondern einfach ein bisschen besondere Vorkommnisse waren und sind, okay. Und so, was ist passiert? Namentlich im Jahr 2018 wurde tief eingegriffen in das Schicksal der gesamten Menschheit. Von höchster Stelle her. Und das heißt von den höchsten göttlich-universellen Kräften. Wir sind hier nicht ganz allein auf der Erde, ne? Das heißt, da droben im Himmel. Es sind nicht nur Wolken, wie wir wissen. Und es gibt Kräfte, die auf unsere Erde einwirken. Kräfte, die uns schützen. Kräfte, die göttlich sind. Das Göttliche ist einfach unsere Wurzel, ne? Und diese Kräfte, die dazu da sind, um uns hier auf der Erde zu schützen und auch das, was hier passiert, ein bisschen zu leiten und zu lenken, die haben sehr tief im letzten Jahr eingegriffen in das Schicksal der Menschheit. Was ist da passiert? Es wurden sogenannte Zerstörungsprogramme entfernt, können wir mal sagen, die seit einigen tausend Jahren in der Menschheit verankert waren. Was für Zerstörungsprogramme jetzt und warum, möchte ich hier noch erklären. Das klingt jetzt ein bisschen harsch, aber man sieht ja, dass es nicht ganz freundlich ist auf der Welt, wie es hier so zugeht, ne? Man sieht, dass ja sehr viel Gewalt passiert, sehr viel Zerstörung und das ist eigentlich dem Menschen nicht eigen. Der Mensch ist von sich aus ein gutmeinendes Wesen und ist durch und aus positiv. Wie kann es also kommen, dass der Mensch überhaupt zerstörerisch handelt oder dass es zu so viel Zerstörung kommt auf unserer Erde? Okay. Die Antwort ist, ich habe das manchmal in meinen Sendungen Spiritual Nu schon durchgegeben, es ist Teil leider Gottes, der unsere Evolution, okay, das eine Epoche, in dem das Leben gegen sich selbst arbeitet, in dem der Mensch ein Stück weit sich selbst zerstört. Diese Epoche muss einmal stattgefunden haben, innerhalb einer langen, langen Evolutionsgeschichte. Warum? Es ist einfach so, dass das Leben eigentlich immer noch vorwärts schreitet und sich natürlich selber hervorbringen will und auch blühen will und sein will und leben. Dass das Leben gegen sich selbst arbeitet, ist eine von unzähligen Möglichkeiten, die irgendwann, bevor unser Sein irgendwann auch mal wieder zu Ende geht, das wird ja dann wiederkommen, einmal stattgefunden haben muss, okay? Alles, was möglich ist, muss innerhalb eines Seinszyklus, sage ich mal, also unser ganzes Sein vom ersten Big Bang, sage ich mal, vom ersten Urknall, fast noch vorher, bis auch unser Universum sich wieder schlafen legt, sage ich mal, denn selbst wenn unser Universum irgendwann wieder friedlich sich verkleinert und irgendwann nur noch geistig existiert, dann schläft sozusagen nur und wird aber wieder unser neu erwachen, okay. So ein ganzer Zyklus von diesem Schlaf über, es ist wie Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter im Grunde, okay. Vom Winterzustand bis zum nächsten Winterzustand sind etwa 60 Milliarden Jahre, okay. Das ist das, was ich durchbekomme als hellsichtig Wahrnehmende, kann ich mal sagen, das, was der Himmel mir durchgibt. Nachmessen kann ich es auch nicht. Das ist das, was ich als Information bekomme und was mir immer wieder als sehr stimmig erscheint, aus vielen Gründen, die ich jetzt hier nicht alle darlegen kann, okay? Das heißt, ein ganzer Zyklus geht etwa 60 Milliarden Jahre, okay? Und innerhalb dieser 60 Milliarden Jahre, in denen eigentlich das Leben natürlich immer sein will, sich gestalten möchte, vorwärts strebt, sich multipliziert, sich vermehrt, sich fortpflanzt und so weiter und so fort, muss es leider eine Zeit geben, in der es auch mal umgekehrt geht, in dem halt, wie gesagt,
das Leben gegen selbst arbeitet, damit auch diese Möglichkeit einfach mal stattgefunden hat und sie hinterher nicht mehr nötig ist, okay? Das ist das eine. Das zweite, warum diese Epoche mehrere tausend Jahre hier auf der Erde existiert hat, eine Epoche, sage ich mal, wirklich einer Zerstörung, eben auch einer Gewalt, wo viel Kriege und alles herrschten, ist. Und warum diese Programme hier existiert haben. Der Mensch musste die Erfahrung der Trennung machen, okay? Das heißt, der Mensch hat sich ja irgendwann, wir kennen das zum Beispiel als berühmte Sündenfallgeschichte oder aus dem Paradies vertrieben werden Geschichte aus der Bibel. Der Mensch hat sich irgendwann getrennt von dem Göttlichen. Die Tiere, wie wir wissen, sind sozusagen alle unschuldig, weil sie ja noch völlig im Sein drin sind. Sie haben nicht das gleiche Bewusstsein wie wir. Warum? Weil die Natur immer durch sie durchhandelt, okay? Sie sind noch ganz stark verhaftet mit der Natur, mit dem Göttlichen. Der Mensch, den wir gerne die Krönung der Schöpfe, der Krönung, Krönung der Schöpfung nennen, die Krone der Schöpfung, entschuldigen, die Krone der Schöpfung nennen, ist, wir wissen, irgendwann aus diesem göttlichen Zusammenhang ein Stück weit rausgetreten. Okay, das heißt, irgendwann hat sich ein Bewusstsein entwickelt. Hier ist Gott oder Göttin oder irgendwas, da ist das Göttliche und hier bin ich. Ne? Man war nicht mehr einfach das Göttliche. Plötzlich hat man das Göttliche außerhalb von sich wahrgenommen. Ein ganz starker Schritt für die Menschheit, okay? Der Moment, in dem die Menschen begannen, sich mehr und mehr Fragen zu stellen, weil alles, was um sie herum war, nicht einfach selbstverständlich war. Was ist das? Was ist das? Warum ist das so? Wie funktioniert das? Das sind alles Elemente der Abstraktion. Dass der Mensch abstrakt angefangen hat zu denken. Und zwar warum? Weil er sich getrennt hat. Er war nicht mehr in der Natur, also hat er die Natur betrachtet von außen und hat sich Fragen gestellt. Aufgrund dieser Trennung haben wir natürlich viel Einsamkeitserfahrung gemacht und haben sie auch eben, es ist auch mit eine Basis für Gegeneinander, für Kämpfe, für Kriege und alles Mögliche. Das sind die unerwünschten Nebeneffekte. Das Positive ist, aufgrund dieses trennenden Denkens, wie gesagt, auf dessen auch unser abstraktes Denken entwickelt ist, bildet trotzdem die Basis unserer heutigen Kultur. Das heißt, Mathematik, Technik, Kultur, all das ist entstanden. Warum? Weil wir nicht mehr einfach nur waren, sondern weil wir aus dem, was wir sind, herausgetreten sind und es von außen betrachtet haben. Auch Philosophie gehört nicht dazu, natürlich dazu. Auch Theaterstücke, Theaterstücke, die unser tägliches Sein ja spiegeln. Literatur, all das ist entstanden durch dieses einzige Element der Trennung, okay, dass wir von dem, was wir eigentlich sind, getrennt wurden. Und wie ist das entstanden? Durch entsprechende Programme, kann ich mal sagen, die wirklich wirksam waren in der Menschheit. Das klingt jetzt ein bisschen komisch irgendwo, es klingt fast wie Computerprogramme. Wie gesagt, es existiert ja nur geistig und es ist auch nicht gespenstisch. Wie kommt es überhaupt zu dieser Trennung? Wie kommt es zu dieser Idee, dass der Mensch nicht mehr im Göttlichen drin ist? Ne? Da sind bestimmte Vorgänge, die von göttlicher Seite her wirklich hier im geistigen, im Energiefeld der Menschheit hineingetragen worden ist. Es ist wirklich ähnlich, ein bisschen zu sehen wie ein Computerprogramm. So witzig ist es. Okay? Und diese Programme, man kann sie auch Trennungsprogramme nennen von mir aus, aber sie haben halt den Effekt gehabt, dass sie, wie gesagt, auch letztlich zu negativem Handeln geführt haben. Sie sind rausgezogen worden im letzten Jahr aus der Menschheit. Und zwar warum? Weil wir sie jetzt nicht mehr brauchen. Ganz einfach. Diese Epoche, in der das Leben gegen sich selbst arbeiten musste, leider, ein Stück weit. Und in die Evolution und der die Evolution so funktioniert hat, dass wir durch das Element der Trennung gelernt haben, ist abgeschlossen. Die kosmische Uhr sagt, jetzt ist gut. Okay.
Und der Mensch ist auch am Evolutionsziel ein Stück weit so weit angelangt, als dass er auch durch diese Trennung gelernt hat, ein Stück weit jetzt selbst zum Mitschöpfer dieser Erde zu werden und dieser Welt. Okay. Werden niemals ganz sein wie das göttliche Selbst oder wie Gott selbst oder Göttin selbst, was auch immer. Aber wir können mitgestalten, okay, weil wir durch diese ganzen letzten Jahrhunderte heraus durch gelernt haben. Wir haben die Gesetze des Lebens besser verstehen gelernt. Wir haben viele Mechanismen kennengelernt. Und unser Bewusstsein hat sich sehr entwickelt. Das heißt, wir können heutzutage das Leben mitgestalten. Der Mensch kann heutzutage ab dem Jahr 2019, plus minus, wie auch immer, beginnen, aktiv das Leben auf der Erde und in Zukunft auch positiv mitzugestalten. Okay, das heißt, positive Dinge hervorzubringen. Kreativität wird ein großes Schlagwort werden in den nächsten Jahrzehnten. Gut, und da wir, wie gesagt, an diesem Punkt angelangt sind und auch der erste Grund ja abgelöst ist, dass diese schwierige Epoche jetzt einfach zu Ende gekommen ist, wandelt sich das Ganze. Okay, es gibt wirklich sowas wie ein Timing da oben, ne? Wie eine kosmische Uhr, die halt immer wieder alle 60 Milliarden Jahre uns zeigt, wann passiert hier was. Okay, wir haben noch nie so viel da reinschauen können wir heutzutage, das ist wirklich ein ganz spannender Moment. Und wir leben wirklich in einem Zyklus und wir erleben plus minus 60, alle 60 Milliarden Jahre wirklich genau das Gleiche, was wir heute auch erlebt haben und erleben. Plus minus. Es gibt natürlich immer Abwandlungen, aber es ist immer wieder die gleiche Geschichte und wirklich, wir leben am Zyklus. Wir sehen uns alle spätestens 60 Milliarden wieder. Vielleicht sogar hier mit dem gleichen Aufnahmegerät. Und auf der gleichen Sendung. Mal sehen, okay? Also, diese Programme sozusagen sind, wie gesagt, im letzten Jahr sehr stark da rausgeholt worden aus der Menschheit, aus dem Umkreis der Erde, von unserem wunderschönen Planeten. Und was ganz wichtig ist, was mich der Himmel hier wissen lassen will, der Mensch bestimmt eben nicht allein, was hier auf der Erde geschieht. Ne? Wir unterliegen hier wirklich einem göttlichen Plan, der wirklich von höchsten göttlich-universellen Kräften betreut wird, verwaltet, begleitet. Und wir müssen uns vorstellen, da denkt ja sonst keiner dran, aber wie Evolution überhaupt ablaufen kann, das ist überhaupt nicht so leicht. Ne? Was da alles gegeben sein muss und dass man manchmal um so blödsinnige Zeiten, Epochen wie diese nicht rumkommt. Ich habe lange drüber getüftelt, das ist jetzt mein kleiner Einschub hier, wie man Evolution eigentlich überhaupt gut gewährleisten kann, über Jahrmillionen. Okay, bitte, für Mensch, Natur, Mineralien, Pflanzen, alles Mögliche. Und Leben ist was so Wertvolles, so selten in unserem Universum, ne? Dass so ein Planet hier so existiert, da ist ganz schön viel nötig, damit Evolution funktioniert und damit Leben auf lange Zeit erhalten bleiben kann. Und ich möchte nur mal kurz noch zu denken geben, dass auch unsere Erde schon seit mehreren Milliarden Jahren schon existiert, ne? Man sagt es manchmal so 4 Milliarden Jahre etwa irgendwie. Hellsichtige Beobachtungen übrigens, die ich hier durchbekomme, gehen ganz oft einher mit dem, was wir aus der Evolution kennenlernen oder aus der Physik, aus Astronomie oder irgendwas. Ne? Die Informationen, die ich bekomme, stehen nicht im Gegensatz zu den wissenschaftlichen Forschungen von heute. Großenteils, es gibt sicher kleine Abänderungen und Ergänzungen und Erweiterungen. Aber die großen Schwerpunkte stimmen überein. Okay, ganz wichtig. Gut, nur was man dazu zählen kann, ist, wie gesagt, was hier passiert in Evolution, das wird halt von oben geleitet. Okay, das heißt, da gibt es göttliche Kräfte, die wirklich hier mitarbeiten, um zu gewährleisten, dass dass der Zyklus auch erhalten bleibt. Okay. Genau, und was hier auf der Erde geschieht, das entscheidet eben nicht nur der Mensch allein, der tut sowohl sein Bestes, aber das Schicksal der Menschheit, da tut jeder, was er kann. Aber letztlich sind nicht wir allein, die hier entscheiden, sondern es wird wirklich ganz auf hoher Ebene mitbegleitet, okay?
Und was deswegen auch ganz wichtig ist, für uns alle als Menschen zu verstehen, ist, dass wir nicht einfach schuld sind hier an schlimmen Zuständen auf der Erde, die wir heutzutage haben. 2019 sieht erstmal, wenn wir so die Nachrichten angucken, was auf der Erde passiert, nicht einfach nur toll aus. Okay, es gibt Klimakatastrophen, es gibt Gewalt überall, es gibt Kriege, es gibt Umweltzerstörung. Es sieht wirklich nicht ganz angenehm aus. Okay. Aber der Witz ist wirklich, es ist sozusagen nicht unsere Schuld. Okay. Wir sind bedingt verantwortlich für das, was hier geschieht. Okay. Jeder in einem gewissen Rahmen. Aber es ist uns auch ein Rahmen gesetzt von göttlicher Seite. Okay. Das heißt, wir können einen Teil dazu tun, dass es sich hier jetzt auch bald ändert. Wir können das Beste erfüllen, unseren Rahmen erfüllen. Aber, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit da oben. Denn es ist ein gewisses Timing vorgegeben und auch ein gewisser Ablauf, wie hier unsere Evolution halt passiert. Ne? Gut, das nächste, was ich hier durchkriege, ist, es gibt nun auch sozusagen kein Gerichtsverfahren mehr, okay? Wir haben ja immer mehr, immer mal gehört von dieser Art jüngsten Gericht, das hier irgendwann stattfinden sollte auf der Erde. Namentlich eben auch aus Alten Testament und Neuem Testament auch, ne? Ein jüngstes, Entschuldigung, aus der Bibel auf jeden Fall. Das jüngste Gericht. Das jüngste Gericht oder eben eine Art Gerichtsverfahren, das immer schon von vieler Seite her bekannt gegeben war oder immer angemahnt wurde, dass das irgendwann gibt. Eine solche Zeit hat ein Stück weit in den letzten Jahren bestanden. Hier auf der Erde, okay. Und wie hat das ausgesehen? Es hat eine Art Bestandsaufnahme gegeben vom Himmel. Das klingt jetzt lustig, ne? Das sage ich jetzt mal so als Mensch. Dass es eine Bestandsaufnahme gab, nochmal, who is who hier auf der Erde? Wer lebt sein Leben geradeaus? Wer trickst hier ein bisschen rum? Okay. Sogar eine Bestandsaufnahme überall, auch in der geistigen Welt. Ist da alles so, wie es scheint? Ist Schein und Sein identisch oder stimmt da und was nicht? Okay. Innerhalb dieser großen Inventur, die gemacht worden ist, wurde schon einiges notiert, ne? Und dann wurde notiert, wo Schein und Sein, wie gesagt, auseinanderklaffen. Das war im Grunde Art wirklich eine Art Gerichtsverfahren, okay? Wir haben gemerkt in den letzten Jahren, dass uns alle ein bisschen mulmig zumute war. Man wusste nicht so ganz, was passiert. Was entstand daraus ist, ist eine Art Heilverfahren, okay? Das heißt, es wurde ein Heilverfahren eingeleitet für die Menschen oder die Wesen, die betroffen waren, okay? Und es wurden eben diese Programme da rausgeholt. Das gehört ganz eng zusammen. Okay. Und damit hat sie es. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr ein weiteres Jüngstgericht. Es ist hinter uns. Okay. Es sieht ein bisschen anders aus. Sag mal, es geht anders aus, als wir uns leider lange glauben mussten. Zum Glück. Warum wir das glauben mussten, das gehört halt leider mit zu der ganzen Evolution dazu. Aber dieser Prozess ist abgeschlossen. Und was jetzt vorbereitet wird, deswegen bitte habt jetzt keine Angst, wenn ihr einen Eindruck habt, sie haben noch weiter hier Gewalt und uns wird euch Unrecht getan. Es wird ein Ausgleich vorbereitet zwischen Menschen, die wirklich kontinuierlich vielleicht eher destruktiv gehandelt haben und wie gesagt Schein und Sein nicht übereingestimmt habe und zwischen Menschen, die sehr viel drunter gelitten haben. Okay. Da wird es in den nächsten Jahren irgendwie eine Art Ausgleich geben. Wie das genau aussieht, das werden wir dann alle erleben. Wie gesagt, keine Angst davor, es kann nur besser werden. Okay, es ist nichts Schlimmes, es ist einfach ein Ausgleich zwischen zwei Seiten, dass die Dinge wieder ins Gleichgewicht kommen. Es ist wie eine Waage, die dann ausgeglichen wird, okay? Kurzum, das Jahr 2018, das letzte Jahr, war wirklich wie eine Operation für die Menschheit ein Stück weit. Da wurde wirklich global an der Menschheit was gearbeitet, ne?
auch im weiteren Verlauf unserer Geschichte hier ganz stark wieder da reingegriffen. Und das haben wir alle irgendwo ein Stück weit gespürt. Es ist wirklich wie eine Operation. Es ist zwar nur geistig-energetisch gewesen, aber man hat es irgendwie mitgekriegt. Okay. Es hat ja auch viel Orientierungslosigkeit gegeben, manchmal ein bisschen Chaos, Umschwung. Es war ja, wäre sowieso passiert, aber es war auch deswegen der Fall. Und man kann sagen, es tat ein Stück weit auch weh, und es gab auch Wunden und es gab auch unerwünschte Nebeneffekte. Dass es halt wirklich ja, manchmal auch so Pannen gab, zusätzliche Pannen gab, Unglücke, was auch immer, die man gerne hätte vermeiden wollen. Aber wie bei einer echten Operation, wer schon mal erlebt hat, wer da mal operiert worden ist, zum Beispiel im Bauch oder irgendwas, es geht nicht, ohne dass man irgendwann auch erstmal ein Stück weit was verletzt. Ne? Eine Operation ist selten, dass man überhaupt gar nicht in irgendwas eingreifen muss oder gar nicht irgendwo was da Schmerzen bereiten muss. Es ist leider Teil eines solchen Eingriffs, ne? Okay. Deswegen, das nächste Jahr, also dieses Jahr besser gesagt, 2019 soll gelten vor allen Dingen der Rekonvaleszenz. Hab lange geübt, um das Wort richtig aussprechen zu können. Okay. Es geht in diesem Jahr hauptsächlich um Heilung und Genesung. Wirklich von uns global als Menschheit ein Stück weit. Das ist das, was der Himmel für uns angedacht hat, dass wir wirklich dieses Jahr in eine leichtere, angenehmere Energie hereinkommen. Sich ein bisschen anfühlt wie ein Balsam auf unsere ganzen Wunden, okay? Wie eine sachte Brise. Wir haben alle, denke ich, viel gelitten im letzten Jahr und auch in den Jahren zuvor waren auch nicht leicht. Es waren einfach auch unglaublich harsche Energien. Und das wird jetzt abschwächen und es wird sanfter werden, es wird einfacher werden, es wird angenehmer werden. Das heißt, 2019 werden wir merken, dass diese heftigen Energien allmählich abebben, abebben. Wir werden spüren, dass die Zeit sich wieder etwas verlangsamt. Ich denke, es gehen mehr oder weniger alle mit mir überein, dass in den letzten Jahren wir dauernd das Gefühl hatten, die Zeit läuft immer schneller. Man kam nicht mehr hinterher. Es war alles so hastig und eilig. Irgendwie schien ein Tag nicht mehr 24 Stunden zu haben. Und das war schon zu Ende, bevor man es überhaupt begonnen hat, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt sagen darf. Zum Glück kann man auch sagen, das waren ja keine leichten Jahre. Also noch länger hätte man es nicht haben wollen. Okay. Aber jetzt wird sich die Zeit wieder ein bisschen dehnen, kann ich was sagen. Wieder ein bisschen verlangsamen. Der ganze Rhythmus wird wieder etwas ruhiger werden. Der Mensch wird sich wieder mehr auch auf den Rhythmus der Erde einstellen. Auch die Erde wird wieder besser aufatmen können. Generell gilt für 2019 das Schlagwort Aufatmen. Ich habe das auch schon in meiner Sendung Spiritual News, ich glaube im April irgendwann gesagt. Ich glaube, es war April oder Juni, ich weiß nicht genau. Das Wort für 2019 Aufatmen, für 2020 Entspannung. Das heißt, wir fangen jetzt mal gerade so an. Okay. Ich kriege auch das Wort Oasen des Wohlseins. Es ist noch nicht alles gut. Das können wir jetzt nicht sagen. Und es wird immer wieder bewegte Zeiten auch in diesem Jahr geben. Auch wieder Zeiten, wo uns irgendwas zuwiderläuft oder uns was querkommt. Aber es wird immer wieder Oasen geben, wo wir wirklich wie auf einer grünen Wiese stehen. Und ich kriege das Wort fette Weide, ne? Also wirklich gute, saftige Wiese, gute, fette Weiden, auf denen wir stehen können und die uns nähern. Okay? Es wird angenehme Momente geben, an die man sich später gerne zurückerinnert. Das Jahr 2020, nur mal noch als weitere kleine Vorschau, wird für den Normalbürger gerade hier in Zentraleuropa noch weiter entspannt sein. Das heißt noch nicht, dass es auf der ganzen Welt leider absolut friedlich ist. Aber man wird als Normalmensch hier oft das Gefühl haben, so, jetzt kann ich mich wirklich ein bisschen entspannen und wohlfühlen. Ne? Kleiner Weg noch dahin, aber wie gesagt, wir arbeiten uns vorwärts. Und diese Oasen schon mal zu haben und ein allgemeines Gefühl von Wohlgefühl und leichter Energie ist ja schon mal angenehm. Gut,
2019, kriege ich noch von oben durch, wird noch kein Jahr der großen Sprünge sein, des großen Durchbruchs für riesige Projekte. Wenn man wirklich riesengroße Projekte in Angriff nehmen möchte dieses Jahr und in Angriff nimmt, dann riskiert man eher eine Verzögerung. Man kann gern planen und vorbereiten, aber man sollte eher in kleinen Schritten vorwärts gehen und in kleinen Schritten denken, kleine Etappen nehmen und eins nach dem anderen machen. Auch finanziell kriege ich mit, sollte man keine zu großen, gewagten Investitionen machen. Lieber so ein bisschen die Richtung Step-by-Step-Programme, Schritt-für-Schritt-Geschichten scheint ein bisschen sinnvoller zu sein im Jahr 2019. 2019 gilt auch nach, wie gesagt, gerade dem Operationsjahr 2018, nach all dem, was wir erlebt haben, als eine Art Pausejahr. Ne? Deswegen auch, wie ich am Anfang sagte, ein bisschen Sonderjahre, wo das Leben nicht einfach seinen normalen Fluss geht, sondern wo Dinge erstmal unterbrochen wurden im letzten Jahr, ein Stück weit und zu Recht, um auch zum Teil nochmal einen Wandel herbeizuführen, einen positiven. Und jetzt gilt es einfach, wie gesagt, das Ganze zu heilen. Deswegen ist 2019 ein bisschen ein Pausejahr, ein Genesungsjahr. Ein Jahr, in dem wir das, was im letzten Jahr und in den Jahren davor, ein bisschen verarbeiten können. Das Motto heißt, so sagt mir der Himmel, relax. Versuch dich ein bisschen zu entspannen und nimm dir Zeit für dich und deine Lieben. Wohlsein, regenerieren und gönn dir was. Hanging out, Wellness. Okay, es ist ab 4. Februar etwa beginnt in der chinesischen Astrologie auch das Jahr des Schweins. Das Schwein oder Wildschwein steht auch für Freude, für Sinnlichkeit, für Sexualität, auch für Leben genießen. Es passt sehr gut zu der Energie, die wir eh schon sehen hier und die auch gut passt, um sich ein bisschen zu entspannen. Das Schwein oder Wildschwein steht auch für Wahrheit und für Authentizität. Und ich sehe, dass auch es ein Jahr ist, in dem weiterhin die Wahrheit gesprochen werden wird. Aber so wie ich es schaue, wird es etwas friedlicher, harmonisch und sanfter sein, als im letzten Jahr der Fall war. Was ich ganz stark mitbekomme, und das ist jetzt auch Mutter Erde, die mich da aufruft, sag ich mal, es ist auch ein Jahr der Rückverbindung mit der Natur, mit den Mutterkräften und Rückverbindung mit Mutter Erde. Ich sage nochmal kurz, was die Mutterkräfte sind für mich. Wir sind heutzutage hauptsächlich so orientiert, dass wir entweder atheistisch sind oder oft einen Eingottesglaube haben. Ne? Das ist so die Mehrheit. Es gibt natürlich viele andere Glaubensformen, aber Monotheismus sehr verbreitet. Da reden wir von einem männlichen Gott oft und davor, das habe ich schon manchmal gesagt, gab es Epoche, da haben wir eher von einer Göttin gesprochen. Und noch davor haben wir gesprochen von einer großen Urmutter, die unsere Erde, unser Universum hervorgebracht hat. Okay, die Urmutter, die das Universum geboren hat und die Erde geboren hat und was auch immer. Ich kann dazu sagen, es gibt auch eine männliche Kraft dabei. Ich nenne die neuerdings die Väterkräfte. Wirklich diese väterliche Kraft, okay. Dass man das Ganze Gott nennt und Göttin, das ist schon eine Form von Abstraktion, okay. Ist völlig legitim, fragt sich nur, worauf beziehen wir uns, okay. Ich finde das Bild dieser Urmutter sehr schön, vor allen Dingen, weil es ein bisschen mit uns auf einer Ebene steht und es hat so was Tröstliches, okay. Es ist eine sehr freundlich einhüllende Kraft, okay? Das heißt, wir können uns wieder verbinden mit dieser urmütterlichen Kraft, mit der Kraft unserer Erde, von Mutter Erde. Wir werden eingeladen dazu, auch Jahreskreisfeste zu feiern. Und wenn ich weiß, was das ist, das sind wirklich die Feste, die völlig organisch in der Natur eigentlich schon fast angelegt sind. Das heißt, was gibt es denn hier in Europa? Es gibt Tag- und Nachtgleiche, es gibt den längsten Tag, den kürzesten Tag.
Es gibt, also das, was die Sonne ein Stück weit vorgibt als Rhythmus, es gibt auch Mondrhythmen, was auch immer, was in der Natur so passiert, ne? Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, was auch immer. Dass man das mit Festen auch feiert und bedenkt. Eine Verbindung, auch da kleine alte Sachen wieder aufleben zu lassen, kleine Rituale, was auch immer, okay. Es wird gewünscht von Himmel und Erde, kann ich mal sagen, dass wir unsere Beziehung zu Mutter Erde in diesem Jahr wieder festigen. Und das auch, möchte ich echt sagen, für jeden Menschen, der hier nur wissenschaftlich denken möchte oder eher wissenschaftlich denkt, es soll auch vorbereitet werden, damit die Heilung unserer Erde, wenn wir eine stärkere Beziehung wieder zur Erde, die wie ein Lebewesen ist, die wir gerne Mutter Erde nennen können, herstellen, dann entsteht Heilung für die Erde. Und es entsteht auch mehr, noch mehr harmonische Energie hier. Wobei wir auch hier vorbereiten können mit und wollen auch die Friedenszeit, die uns ja bevorsteht. Ne? Das dauert ein bisschen, dass wir da reinwachsen, aber wir stehen vor einem Zeitalter des Friedens. Okay. Und damit einhergeht auch die Klimaprobleme allmählich in Angriff zu nehmen. Es ist wunderbar, jeder Mensch, der Bioprodukte kauft zum Beispiel, damit unterstützen wir schon ganz wunderbar Mutter Erde. Jeder Mensch, der Bioanbau macht, Biotransporte oder Bioenergie, was auch immer, wunderbar. Jeder Mensch, der sich aktiv für Naturschutz einsetzt, wunderbar. Jeder Mensch, der sich aktiv für Regelungen und Gesetze zum Klimaschutz und so weiter und so fort einsetzt, wunderbar. Ein kleines Plus noch für alle weiteren Menschen ist wirklich, dass Mutter Erde, wie gesagt, wie ein Lebewesen ist. Mutter Erde ist einfach ein bisschen krank zurzeit. Gerade auch, weil wir leider über viele Jahrhunderte aufgehört haben, noch mit ihr zu reden. Es ist leider ein bisschen auch ein negatives Verdienst, kann ich mal sagen, zur Mittelalterzeit auch, in dem es ja auch sowas gab wie Hexenprozesse und derlei, wo unser Interagieren mit Mutter Erde uns plötzlich als verrückt dargestellt wurde, als verboten, was auch immer. Damit ist uns leider der Kontakt zur Erde verloren gegangen. Oder irgendwann in manchen Kulturen wird es auch als primitiv dargestellt, wenn wir mit Mutter Erde kleine Dankesrituale gemacht haben oder gebetet haben oder Fruchtbarkeitsriten, was auch immer es da alles gab. Ne? Oder Kult irgendwas. Und das ist das aber, was Mutter Erde irgendwo genährt hat. Okay? Das heißt, die Erde braucht heutzutage wieder ganz stark unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit. Durch kleine Gaben, durch Bitten, wir können auch die Erde um was bitten, durch Danksagung. Das kann auch sein, zum Beispiel bei einer, weiß ich was, ein Erntedankfest oder irgendwas, indem wir mit ihr reden und kleine Interaktionen einfach mit ihr machen. Ne? Man kann sowas wie Rituale nennen und so. Das ist das, was die Erde stärkt und auch ihre Widerstandskräfte stärkt gegen sogenannte Krankheiten. Und Krankheiten sind auch Verschmutzung von Böden, Gewässern und Luftverschmutzung. Okay. Mutter Erde kriegt ganz stark durch, will wieder leben und aufatmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Kontakt wieder aufnehmen. Und eine gute Kommunikation herstellen und wirklich einen guten Bezug wieder. Und die Erde ist angewiesen auf unser Miteinander, unser aktives Miteinander mit ihr. Und ganz lustig, sie will auch wieder fruchtbarer werden. Sie will auch wieder fruchtbarer werden. Und dann kam mir so die Idee, warum macht manchmal wieder Fruchtbarkeitsrituale statt Düngemittel.
Versucht's doch mal bitte. Also ich fand diese Idee so lustig, ne? Wie halten wir die Erde fruchtbarer? Muss man sich mal vorstellen. Über Jahrtausende hat die Menschheit wirklich Fruchtbarkeitsrituale mit der Erde gemacht, okay? Und ob man es glaubt oder nicht, es hat funktioniert. Ne? Es hat funktioniert. Irgendwann hat man das Ganze beiseite gestellt und hat gesagt, das ist Unsinn. Okay. Ich glaube nicht, dass es Unsinn ist. Ich glaube, dass es sehr, sehr sinnvoll ist. Ich möchte auch geachtet werden. Ne? So geht es der Erde halt auch. Das ist ja auch, wie gesagt, wie ein Lebewesen. Und heutzutage hat der Mensch halt Düngemittel. Ne? Die Idee, Fruchtbarkeitsrituale wieder einzuführen und damit Düngemittel zu ersetzen, fand ich also wirklich super lustig. Also ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Okay? Ich kriege auch mit, dass auch alte Tierarten wieder aufleben wollen. Und auch vom Aussterben bedrohte Tierarten wollen wieder erstarken. Und dazu muss die Seele der Erde wieder geachtet werden und gestärkt werden. Okay? So, zum Abschluss, das Fazit heißt ein bisschen für dieses Jahr Slow down. Das heißt, mach mal ein bisschen langsam. Be good to yourself. Sei gut zu dir selbst. Relax. Versuch dich ein bisschen zu entspannen. Take it easy. Sei nicht zu ernst. Keep going with your dreams. Wenn du irgendwelche Pläne und Träume hast, mach weiter damit. Bleib dran. Recreation. Wieder sich zu regenerieren, sich zu rekreieren. Little steps. Kleine Schritte gehen. Und, wie wir gerade mitgekriegt haben, Kontakt zur Natur und zur Erde. Gerne auch über Singen, Tanzen, Trommeln, Feste feiern, in der Natur, mit der Natur, Erntefeste, was auch immer. Okay? 2020 kriege ich schon mit, soll etwas dynamischer wieder werden. Da geht es wieder ein bisschen mehr zur Sache. Da können wir mehr loslegen. Dynamischer einfach. Ne? Es wird generell ein dynamisches Jahr wieder. Umso wichtiger, dass wir uns dieses Jahr nochmal ein bisschen Pause gönnen, bevor wir so richtig losstarten hier, so ganz in die Vollen gehen. Und die richtig großen Erfolge, die sind eher tendenziell ab dem Jahr 2020 zu erwarten. Okay. Ab 22 bis 24, kleiner Vorblick, soll sich auch die Weltenbühne merklich beruhigen. Okay. Das heißt, das, was ich euch hier durchgebe, gilt oft ein bisschen für das Privatleben des Durchschnittsbürgers. Okay. Was in der Politik passiert, das wird sich auch auswirken. Alte Energien werden sich auch auf die Weltenbühne, sag ich mal, auf die große Bühne der Politik, Wirtschaft, alles Mögliche auswirken. Es wird ruhiger werden, aber es ist noch ein kleines bisschen weiter weg. Es dauert noch ein bisschen, bis sich das weiter entspannt. Das heißt, ab 22, 24 soll man wirklich eine deutliche Entspannung merken auf der generellen Weltenbühne. Und ich kriege einfach noch mal so auch so als kleiner Vorschau mit. Fürs Jahr 2024, da kriege ich wirklich mit den Satz, da haben wir etwas erreicht in Bezug auf den Weltfrieden. Es wird ein erster Meilenstein gesetzt sein für den Weltfrieden etwa im Jahr 2024. Wir sind jetzt 19, ist noch ein bisschen hin, okay. Wenn es sich schon mal nicht verschlimmert, ist schon gut. Okay. Das, was ich euch hier als Vorschau durchgebe, ist für mich oft leider eine To-Do-List. Deswegen kriege ich die Sachen hier oft so mit, ne? Also kann ich mal gucken, was ich noch alles vor mir habe. Ihr könnt ja gerne mitmachen, ne? Ich werde euch sicher noch viel Sachen mitgeben, was ihr damit teilnehmen könnt, um da ein bisschen zum Frieden beizutragen. Ist aber nicht jetzt Thema. Okay? Also, ich wünsche euch alles Gute und wie gesagt, seid gut zu euch selbst. Das war es erstmal von oben und von unten her. Unten meine ich Mutter Erde. Okay. Ich mache noch ein bisschen hier Werbung für mich selbst, indem ich sage, ich habe eine
neue Webseite rausgegeben jetzt. Die Adresse findet ihr im Anhang. Okay. Ich werde eine Praxisneueröffnung haben in 2 Wochen hier in Südfrankreich. Ich freue mich sehr drauf. Stehe bereit schon wieder zur Verfügung für Readings, das heißt für Beratung, hellsichtige Beratung, falls euch das irgendwie interessiert. Meine Praxis, wie gesagt, ist in Südfrankreich. Da geht es auch um energetische Beratung und Gesundung. Ne? Aber was hellsichtig passiert oder was Lebensberatung und derlei angeht, das geht ja auch über Telefon, Skype, Video, was auch immer. Ne? Man kann mir auch E-Mail schreiben, wenn man das möchte. Okay, und wen es interessiert, ein persönliches Jahresreading zu bekommen für dieses Jahr, der kann sich auch gern bei mir melden. Ihr werdet, wie gesagt, die Informationen alle auf meiner Internetseite finden. Und genau, also das ist exklusiv ein kleines Angebot, wen es interessiert für sich selbst, was hat mich zu erwarten ist im Jahr, dem kann ich da gerne weiterhelfen. Okay, könnt euch bei mir melden und ich mache das sehr gerne. Freue mich sehr drauf. Ich freue mich immer super drüber, wenn ich Menschen auch ein bisschen Orientierung geben kann und sie merken, sie gewinnen dadurch Sicherheit im Leben und werden klarer und schon fest auf den Beinen und haben mehr Orientierung und wissen besser, wie sie alles handeln sollen, sage ich mal. Ist mir also selber auch eine große Freude, euch weiterhelfen zu können, euch ein bisschen eine Hand zu geben oder eine Orientierung zu geben. Eine kleine Vorschau, was auf euch privat zukommt im nächsten Jahr, notfalls auch ein bisschen in den darauffolgenden Jahren. Okay? Ich wünsche euch alles, alles Gute von Herzen, Anna und die Himmelskräfte und Mutter Erde. Okay? Bis dann. Ciao.